Hallo Leute, das ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau, heute mit einem neuen Teil zur Studie von der Bundesregierung vom Büro für Technik Folgeabschätzung beim Deutschen Bundestag. Was bei einem Blackout geschieht, Folgen eines lang andauernden großräumigen Stromausfalls. Und heute geht es um ein sehr interessantes Thema, nämlich um das Thema Lebensmittel. Und wer schon mal richtig Hunger gehabt hat, und ich meine jetzt nicht so das, was man normal hat, sondern mehrere Tage nichts gegessen, der weiß, wie wichtig das Thema ist. Und hier aus dem Fazit, ein Stromausfall hat Folgen für den gesamten Sektor der Lebensmittelversorgung. Also nicht nur für die Filialen vor Ort, die was verkaufen, sondern auch für die Erzeuger. Und zwar erhebliche. Und aus dem Fazit lese ich euch auch gleich mal einen Text vor, ums Lebensmittellieferungen, ausgegebene Essensrationen, wo ich hier noch ein Fragezeichen setzen würde, oder knappe Lebensmittel in den wenigen noch betriebenen Filialen entbrennen Streitigkeiten und heftige, oft körperliche Auseinandersetzungen, die nicht immer von den Ordnungskräften geregelt werden können. Klar, wenn es Telefon nicht geht, kann ich nicht einmal Polizei rufen und dann gilt halt das Recht des Stärkeren. Und wenn dich das Thema interessiert, was da auf uns zukommen würde, dann bleib einfach dran. Dann bleibt einfach dran. Fangen wir mal an mit der Landwirtschaft zum Beispiel mal als Thema, als Lebensmittelproduzent. Als direkte Folge des Stromausfalls erliegt die Produktion der Lebensmittelindustrie weitgehend. Nur wenige Verarbeitungsbetriebe sind mit Notstromaggregaten ausgerüstet. Von einem Stromausfall sind insbesondere Betroffene Ernte und Lagerung. Ist klar, wenn ich keinen Diesel mehr für den Tracker habe, dann kann ich auch nichts mehr einfahren oder einbringen, je nachdem. Das gleiche gilt für die Lagerung. Auch das ist natürlich ein wichtiges Ding. Die haben ja teilweise in Regale gelagert. Die Fahrzeuge dafür brauchen Strom oder Gas oder was auch immer. Gibt es das da noch? Sortierung und Verpackung. Was helfen mir 500 Liter Milch? Ich will mal einen Liter Beutel haben. Und der muss irgendwo verpackt werden. Und sortiert und dann zu mir gebracht werden. Und natürlich auch ein wichtiger Punkt, Klimatisierung und Bewässerung. Klimatisierung. Wenn Fleisch nicht gekühlt wird, dann verdirbt es halt relativ schnell und darf dann nicht mehr verkauft werden. Auch zu Recht, weil du halt dann krank wirst damit. Und Bewässerungen ist auch so ein Thema, dass natürlich viele Gärtnereien sonstiges automatische Bewässerungen haben, die dann auch nicht mehr funktionieren. Es geht noch weiter, von einem Stromausfall sind außerdem betroffen die Milchgewinnung. Überlegt mal, es tut kein Bauer mehr halt nur mit der Hand melken, sondern die haben alle Melkanlagen und die funktionieren halt nur mit Strom. Die sollten zwar in der Regel Notstromaggregate haben für 24 Stunden, aber da kommen wir gleich noch drauf, das funktioniert nicht überall. Genauso die Kühlung. Die Milch muss zum Beispiel gekühlt werden danach. Sonst wird die relativ schnell schlecht. Und ich muss natürlich die Melkanlagen danach auch wieder reinigen. Auch das funktioniert halt alles mit irgendwelchen Pumpen und die brauchen halt nochmal Strom. Oder ich habe kein Wasser mehr, weil die Wasserversorgung zusammengebrochen ist, hat man ja vor 2 Wochen das Thema. Gülletechnik, Stallreinigungen, das Ganze, was hinten rauskommt, muss auch irgendwo hin, wird dann normal auf die Felder gefahren, das ist aber auch nicht möglich, wenn ich keinen Diesel mehr für den Tracker habe. Das nächste Problem ist, bei den kleinen Bauern kein Problem, die Fütterung oder die Mahl- und Mischanlagen. Bei den großen Betrieben läuft auch das automatisiert und das geht nicht ohne Strom. Beleuchtung logischerweise, Klimatisierung. Heizung, Kühlung und Lüftung. Und hier ganz wichtig, manche brauchen immer gewisse Temperatur, Küken zum Beispiel, kommen wir dann später noch drauf. Und andere brauchen halt eine gewisse Kühlung im Sommer. Und vor allem gibt es viele Großbetriebe, die künstlich Luft zuführen müssen, also mit einem Ventilator etc. Weil ansonsten wird da drin die Schadstoffkonzentration so groß, dass die Tiere krank werden oder sogar verenden würden. Und natürlich auch hier wieder die Sortieranlagen für die ganzen Geschichten, Milch, sonstiges. Schließlich gefährdet ein Stromausfall die Wasserversorgung der Tiere, haben wir ja schon besprochen. Ausgehend von Temperaturen um den Gefrierbruch benötigen pro Tag beispielsweise eine Kuh 50 Liter Wasser, ein Kalb 8 Liter, ein Schwein 20 Liter und tragende und säugende Säue bis zu 30 Liter. Und die kann ich nicht mehr mit der Hand beischaffen, dafür brauche ich Pumpen. Das ist das Problem. Was wird denn jetzt passieren, wenn wir mal von 0 anfangen bis 24 Stunden?
Speziell in der Milchviehhaltung können Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit der Notstromaggregate Melkanlagen und Milchlagerungen betroffen sein. Eine Ausfall oder Verschiebung der Melkzeit um wenige Stunden kann bei Kühen zu einer Euterentzündung führen und in deren Folge zum Tod. Ein Ausweichen auf Handmelken ist nicht möglich, einfach, da brauchst Übung, da brauchst Kraft dafür und dafür haben die Bauern zu viele Kühe. Und da jetzt irgendwo Leute zum organisieren, die dann alles melken auf die schnelle Lerner, das wird nicht funktionieren. Und das ist das große Problem, dass eben die Kühe mittlerweile so drauf gedrillt haben, dass die um die und die Uhrzeit Milch geben. Wenn das nicht mehr passiert, können die daran verenden. Deswegen sind die Betriebe eigentlich nach der Tierschutz-Nutztierverordnung, Nutztierhaltungsverordnung verpflichtet, ein Notstromaggregat zu haben. Nur da frage ich mich, warum beim letzten Stromausfall hier in der Nachbarfeuerwehr 4 Landwirte gekommen haben, die gesagt haben, ich bräuchte dringend ein Notstromaggregat, ich kann sonst nicht melken, weil die Dinge vielleicht nicht vorhanden waren, kein Diesel nicht da war oder nicht funktioniert haben. Und das kann natürlich der Tod von den Tieren bedeuten. Was passiert denn aber jetzt nach einem Tag, wenn der Strom noch länger ausfällt? Die meisten haben im Treibstoffvorrat für 24 Stunden dafür uns verpflichtet. Und natürlich auch der erste, der eine oder andere Tracker hat vielleicht dann kein Diesel mehr und kann nicht mehr betankt werden. Nur dort, wo Kraftstoffvorräte vorhanden sind und organisiert, fallen Beleuchtung, Belüftung, Heiz- und Fütterungsanlagen eben nicht aus. Und sonst fallen sie eben aus. Und das kann, wie gesagt, zum Tode der Tiere führen. Küken zum Beispiel benötigen eine konstante Temperatur zwischen 20 und 35 Grad und verenden innerhalb weniger Minuten. Also fällt im Winter die Heizung aus oder wird es im Sommer zu heiß, dann war's das. Nach einigen Minuten kann das auch zum Totalverlust in der Brüterei sein, da auch für die Eier notwendige Temperatur nicht mehr gewährleistet sein können. Das heißt, hier kann es sein, dass die ganzen Küken verenden und die Eier verenden. Also dann haben wir wieder Küken, noch Eier, noch Milch, noch Fleisch. Ein weiteres Problem ist die Versorgung der Tiere mit Trinkwasser. Dort, wo Pumpen ausgefallen sind, nicht mehr in Betrieb genommen werden, versiegt die Zufuhr. Und das ist bei ganz vielen nach 24 Stunden der Fall. Insbesondere in Großbetrieben geht man bei der Schweine- und Geflügelzucht mit einem Massensterben der Tiere aus. Das heißt, die Kühe verenden, die Schweine verenden und die Geflügel verenden. Was das dann bedeutet, kommen wir zum Schluss drauf. Es gab damals eine Untersuchung, das Ding ist ja aus 2010, 2011, dass etwa die Hälfte der Filialen eine Notstromversorgung haben, die zum Beispiel eben Notbeleuchtung garantiert, die Kassen- und EDV-Systeme und eben die Kühlung in manchen Fällen aufrechterhält, damit das Zeug da drin nicht kaputt ist. Ich kenne bei uns keine Filiale, die das hat. Und ich habe auch mit der Filialleiterin gesprochen, die gesagt hat, nee, wenn der Strom ausfällt, machen wir einfach dicht. Und nach einem Tag müssen wir die Sachen aus der Kühlung oder nach 4-5 Stunden müssen sie die Sachen aus der Kühlung die meisten rausschmeißen, weil eben die Kühlkette unterbrochen ist und die dürfen es nicht mehr verkaufen. Das Risiko ist eh nicht zu groß. Tja, das nächste Problem ist, was 2009 noch nicht der Fall war. Heute die Kassensysteme laufen fast ausschließlich übers Internet. Übers Warenwirtschaftssystem und das Internet geht ja dann nicht. Also gehen auch keine Kassen mehr. Das heißt, die Kassiererin müsste hinter jedem von euch nachrennen und aufschreiben, was habt ihr euch genommen und das machen. Dass das natürlich ein Mordszeitaufwand ist, ist ganz logisch. Und dass es dann zu lange Schlangen kommen könnte, wenn überhaupt geöffnet wird, ist dann auch klar. Es ist ja nicht nur das Problem in die Lebensmittelläden, dass die das Problem haben, dass die nichts mehr ausgeben können. Die müssen ja auch beliefert werden. Kaum ein Lebensmittelladen hat halt mehr Vorräte als für 2 Tage, weil das kostet ja alles Geld und dafür haben wir eben normale Zentrallager. Aber auch die haben natürlich große Probleme. Das ist eine Schnittstelle zwischen Lebensmittelindustrie und Lebensmittelhandel. Und hier ist eine allgemeine Entwicklung zum Abbau von Beständen und Logistiknoten festzustellen. Das war schon vor 10 Jahren noch schlimmer geworden. Wodurch die im Katastrophenfall für eine Sorgung der Bevölkerung verfügbaren Vorräte massiv sinken. Ist noch schlimmer geworden. Außerdem sind bei einer Unterbrechung der Elektrizitätsversorgung die Steuerung und Kontrolle der Warenströme aufgrund strombasierter Informationstechnik nicht mehr möglich. Der Lebensmittelhandel kann nicht mehr bestellen. Und ich weiß nicht, wo kehrt was ausgeliefert, weil der Computer nicht mehr funktioniert vielleicht. Die Lager der Lebensmittelhandel sind mit elektronischen Flurförderzeugen und Regalbediengeräten sowie elektronischer Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik ausgestattet. Und die haben die meisten Stromversorgung, aber da ist eben nur manuell ein begrenzter Betrieb möglich.
und die Regale haben auf 30 Meter hoch. Wie kommt also der jetzt da hoch, um dort eine Palette Klopapier runterzubringen? Und woher weiß er, an wem er die schicken soll, wenn er darüber, wenn der Computer nicht mehr geht und er keine Informationen mehr hat? Also man geht davon aus, dass ungefähr 40% der Lager, inklusive Tiefkühllager, überhaupt so eine Notstromversorgung haben. Und die haben bis 2 Stunden bis zu dauerhaft ausgerüstet. Manche haben wirklich gut organisiert. Der Durchschnitt liegt bei 34 Stunden. Das bedeutet, nach 1,5 Tagen haben diese Lager tot. Und sie können einfach nichts mehr ausliefern. Das heißt, nach 2 Tagen ist der Laden vielleicht leer. Es kommt aber auch nichts mehr nach. Ganz wichtiger Punkt. Darf man nicht unterschätzen, weil einfach die Zentrallager nicht wissen, was sie wohin liefern sollen und wie sie es überhaupt rausbringen sollen. Also fassen wir mal Lebensmittel zusammen. Am ersten Tag, also von der 0 bis zur 24. Stunde, hier steht so schön, innerhalb der ersten 2 Stunden werden Filialen neue Kunden abweisen. Das ist vollkommen richtig. Ich habe eben wieder der Filialleiterin über das Thema gesprochen, die hat mir ganz klipp und klar gesagt, der Strom ist ausgefallen, sie haben alle gesagt, lasst eine Wegerl stehen, wir rahmen das wieder ein und tschüss. Geht nichts mehr. Die können ohne Kassen nichts mehr machen. Und die schenken die Sache nicht her. Und die Zeiten, dass die mit der Hand da zusammen, ich sage, da habe ich überhaupt nichts Personal dafür. Das geht gar nicht. Also wie gesagt, die Kassen haben halt alle übers Internet verbunden und ohne das funktioniert einfach nichts mehr. Es funktionieren auch die Kühleinheiten wahrscheinlich nicht mehr. Die Sicherheitssysteme funktionieren nicht mehr, die Türen funktionieren nicht mehr. Ja. Und damit fällt eigentlich im Falle eines Stromausfalls ganz viele Lebensmittelhandel sofort und auf der Stelle aus. Von vielen her jetzt immer wieder, ja, dann gehe ich halt so dort zum Einkaufen. Tja, und hier schreiben sie mir, dass die Filialen dann irgendwann einmal dazu übergehen werden, vermutlicherweise. Wobei, wie gesagt, die Filialleiterin bei mir klipp und klar gesagt hat, sie wird nicht aufmachen. Dass die im provisorischen Betrieb aufmachen. Das heißt dann zum Beispiel auf Handkasse umstellen und das dann später wieder eingeben. Dafür brauchst du Personal, das leider in der Regel nicht mehr da ist. Die einzige Möglichkeit, die ich mir jetzt sich vorstellen könnte, ist, die machen draußen einen Tisch. Ihr gebt dort eine Einkaufsliste ab, die Verkäuferin geht rein, holt das alles raus, schreibt das alles auf und rechnet es dann mit euch ab. Oder sie geht beim Einkaufen irgendwann euch her, aber das dauert natürlich noch viel länger. Ihr könnt euch allerdings vorstellen, die haben jetzt kaum das Personal, um die Kassen zu besetzen, wenn es mal richtig zugeht, und ihr könnt euch vorstellen, was dann los ist. Dann wollen nämlich alle nur irgendetwas einkaufen und nicht nur ein bisschen was, sondern dann brauchen sie halt 3 Packungen Klopapier. Blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also es gibt kein Konzept für einen solchen Stromausfall, den gibt es immer nur für regionale Stromausfälle, dass man zum Beispiel hier dann sagt, ich mache einen 2-3-Schichtbetrieb oder sowas, dass ich Tag und Nacht auf habe, um die Lebensmittel rauszubringen, die ersten 2 Tage, dann ist eh wahrscheinlich nichts mehr da. Und das zweite Problem, was du als Filiale hast, dann kommt natürlich der mit seiner EC-Karte, mit seiner Kreditkarte und will dort bezahlen und das funzt halt nicht. Ganz einfach. Und habt ihr denn so viel Geld, Bargeld davon, um zum Beispiel 14 Tage Einkauf mal noch schnell zu realisieren? Weil ich muss ja trotzdem bezahlen. Der verschenkt mir nichts. Also ich habe mit einer geredet, die sagt, diese Personalkosten waren wesentlich höher als das, was ich einnehme. Und deswegen würden die Filiale einfach aus kaufmännischer Sicht gar nicht öffnen. Also es kann euch passieren, Strom fällt aus, Filiale dicht, Ende. Gut, jetzt hat aber die Filiale offen, hat so einen Notbetrieb eingerichtet, alles wunderbar. Werden vor allem verzehrfertige Nahrungsmittel wie Brot und Backwaren, Wurstwaren, Cerealien, Obst sowie Konserven, Milch, Öl, Zucker, Wasser, aber auch Artikel wie Decken, Taschenlampen, Batterien und Kerzen gekauft. Klar, die Leute haben keinen Strom nicht, dann suchen sie die alte Taschenlampen raus, die geht vielleicht nicht mehr oder die Batterie ist gerade leer, wie es halt immer so ist. Wie oft habe ich früher eine leere Taschenlampe, wo die Batterie leer war, in der Hand gehabt. Tja. Aufgrund der gesteigerten Nachfrage, die spätestens nach Bekanntwerden der Stromausfall dauert. Also wenn die Leute, wenn bei mir bekannt wird, also oder ihr, die meine Videos schaut, ihr wisst jetzt, wenn es heißt europaweiter Blackout, dann wisst ihr, oh scheiße, das kann länger dauern, dann geht's ihr zum Einkaufen. Der normale Bürger sagt, ja mein, dann geht es halt in 3 Stunden wieder der Strom los. Wenn es aber bekannt wird, dass das länger dauert,
dann werden natürlich die Vorratsverkäufe noch intensiviert, was noch zu längeren Schlangen auf der Straße führt. Und wie es da dann abgeht, könnt ihr euch dann selber vorstellen. Dann wird halt mal einer auf Zeiten geschoben im Ellbogen. Und das zweite Problem ist, es kommt ja nichts mehr nach. Das heißt, gerade diese Artikel werden ganz schnell ausverkauft sein. Haben wir jetzt ja in der kleinen Krise gesehen, da gab es Klopapier, da war es Wasserfilter. Die Sachen gab es plötzlich nicht mehr, weil die jeder gesagt hat, ups, die hole ich mir noch schnell, bevor es was gibt. Aber ich habe dann auch das Video gemacht, jetzt ist es zu spät für den Einkauf. Und genau das würde hier auch passieren. Und wie gesagt, es wird vermutlich keine Nachlieferungen geben, weil das Zentrallager nicht weiß, wie soll ich es machen und was soll ich liefern. Und deswegen gehe ich davon aus, die meisten werden gar nicht aufmachen, weil sie kaufen, wenn ich einfach nicht rechne. Und die meisten haben auch nicht so viel Bargeld daheim, um den Einkauf dann zu bezahlen. Und mit Karte geht halt da nicht. So, hier wird das auch nochmal bestätigt. Die wenigsten Geschäfte des Lebensmittelhandels verfügen über nennenswerte Lagerkapazitäten. Kostet Geld? Geld haben wir nicht. Eine Nachlieferung erfolgt nur vereinzelt, da der Umschlag in den Lagern eingeschränkt ist. Also klar, die Zentrallager habe ich ja schon erklärt. Und der Treibstoff der Lieferfahrzeuge knapp wird. Auch ein wichtiger Punkt. Deshalb leeren sich die Regale, hier steht innerhalb von 2 bis 5 Tagen. Also ich denke mir, dass nach 1 bis 2 Tagen schon wie Batterien die Sachen komplett ausverkauft werden. Brot, klar, ohne Strom gibt es kein neues Brot mehr, also das wird ausverkauft sein. Und manche, und vor allem Dosen etc. vielleicht noch, naja. Ohne eine weitere Belieferung der Region ist davon auszugehen, dass am Ende der ersten Woche die Vorräte in den Geschäften und Haushalten aufgebracht sind. Ich gehe sogar von schneller aus, kommen wir aber gleich drauf. Aufgrund der defizitären Versorgung wird in den Behörden erwogen, Lagerbestände verfügbar zu machen, um für Krisen vorgehaltene Reserven zu aktivieren. Hier spielen sie auf die Bundesreserven an. Wer darauf spekuliert, sollte sich mein Video anschauen. Bundesreserven. Warum das eben nicht funktionieren wird, weil diese Reserven, die Gestaltung ist 50 Jahre alt und es hat sich verdammt viel in diese 50 Jahre geändert. Tja. Was will ich mit Weizen, wenn ich keine Mühle habe, die mir den Weizen mahlt? So einfach ist es. Wenn ich keinen Bäcker habe, der mir das Brot bäckt, bringt mir der ganze Weizen nichts. Gut, und dann natürlich, allerdings rechnen die Verantwortlichen dennoch mit drastischen Versorgungsengpässen bei wichtigen Grundnahrungsmitteln, aber auch bei besonderen Produkten wie zum Beispiel Babynahrung. Auch die wird relativ schnell ausverkauft sein. Eintreffende Meldungen über gehäufte Todesfälle in Pflegeheimen und vereinzelt auftretende Auseinandersetzungen um Lebensmittel rücken die Möglichkeit einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch ausgreifende örtliche Unruhen in das Bewusstsein der Behörden. Aha, schön umschrieben, es wird dann einfach Aufstände geben, die Geschäfte werden geplündert, sieht man ja gerade in Amerika, wie schnell sowas passieren kann. Das geht nämlich ratzfatz. Und dann kommt eigentlich das Allerschlimmste am Blackout. Die Panik. Die Panik ist wahrscheinlich das Gefährlichste. Wir haben das im Kleinen erlebt, oh, da gibt es kein Klopapier mehr, da haben Autos aufgebrochen worden, nicht das Geld wurde geklaut, nein, das Klopapier wurde geklaut. Deswegen sage ich immer, Vorbereitung ist das genaue Gegenteil der Panik. Wäre ich jetzt kein THWler, würde ich mich im Blackout zurücklehnen und das ganze Treiben genießen. Ich sehe zufällig auf einem Supermarkt, wäre mit Sicherheit hochinteressant, das zu sehen. Vielleicht einmal, damit ihr seht, in der Gesamtbevölkerung. 2006 wurde diese Statistik erhoben und es war ein Jahr nach dem Blackout, nach dem bis zu 10-tägigen Blackout im Münsterland. Da war es eben so, und ich glaube, es ist nicht besser geworden, für einen Tag haben 6% der Haushalte, für 2 Tage 27%, größer 2 Tage 15 und 3 bis 5 Tage 34. Also das heißt, 49% aller Leute, also die Hälfte, haben noch nicht mal für 3 Tage Vorräte. Und jetzt stellt euch mal vor, was da los ist, wenn die Geschäfte zu haben am 4. Tag. Und wie lange dauert der Blackout? Eine Woche, 10 Tage, je nachdem. Manche geht schneller, bei manchen dauert es länger. Plus, es ist ja nicht so, der Strom kommt und zack, bumm, alles ist wieder da. Nee, es gibt vielleicht keine Kühe mehr im schlimmsten Fall. Die Kälber, die Schweine, die Eier, die Hühner, es ist ein Großteil nicht mehr da, dann muss die ganze Logistik wieder aufgebaut werden und. Das dauert alles. Das heißt, selbst wenn der Strom wieder da ist, dauert es mit Sicherheit noch 1, 2, 3 Wochen, bis alles sich wieder normalisiert. Oder vielleicht normalisiert es sich, dauert es noch viel länger, weil wenn es keine Kühe mehr gibt, dann gibt es halt sowas wie Milch nicht. Und wenn es Milch nicht gibt, gibt es halt auch keine Milchprodukte. Joghurt, sonstiges, Käse.
Das wäre dann der nächste Punkt, aber es wird zumindest der Grundversorgung wieder geben. Aber es ist nicht so, zack, Strom da und dann läuft wieder alles, sondern auch das dauert. Das müsst ihr auch bedenken bei einer Vorsorge. So Leute, das war's wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Ich sehe immer nur, dass 50% der Zuschauer keine Abonnenten haben, also gern abonnieren, weil es kommen noch mehr Themen, mehrere Videos zu dem Thema. Die Studie ist 280 Seiten lang, also wir haben noch einiges vor uns. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outer Kimberg. Pfiat euch!